um das Viertel, wo ich die ersten Jahre verbrachte, erste Texte schrieb, obwohl ich gerade erst dachte, die Denkblase verkacke, dank der Medien, Spielkonsolen mit der Eigenschaft, einfach ständig über sie zu stoßen. Rannten wir, nicht zu bremsen, nach draußen, noch von einem guten Elternhaus braucht man echt mal eine Pause. Noch vom Mittagessen Dreck in der Schnauze, direkt losgelaufen, um das Crack zu verkaufen. Nein, Spaß, ich rede hier von der friedlichen Wohngegend, wo die Bewohner noch mit fließenden Ton reden. Fast jeder geht hier arbeiten für Moneten, jeder kann dort von seinem Brot leben. Da steht ein riesiger Berg, darauf eine riesige Kirche, ein wunderschönes Kunstwerk ist dieses liebliche Viertel. In praller Sonne, Tütenqualm auf dem Rathenauplatz. 3 Tage schon wach und der Magen macht schlapp. Paar Runden Flankyball, um der Sache noch den Rest zu geben. Die Ferien waren das perfekte Leben, verreckten nebeneinander an der Überdosis Mushrooms. Trotzdem erwarten wir die Fassung, außer paar Ausnahmen, doch die will ich hier nicht erwähnen. Mein Viertel zeigte mir, nicht jeden Freak zu verstehen. Mann, es gibt viel zu erzählen und ein Video zu drehen, um was das Paulusviertel gab, auch mal wiederzugeben. Lauf mir nach, ich führ dich durch die Gassen der Altbauten. Hier herrscht ein friedliches Klima. Du musst mit mir durch diesen Wald laufen und pflück was vom süßlichen Shiba. Viele Gedankengänge, ich erinnere mich, wie ich immer dicht in mein Zimmer sitze, im Flimmerlicht des Laptops am Schreibtisch vom Heizkörper. Mama schreit, Rambong, was sind denn das für Scheißwörter? Schuhe angezogen, voller Beutel dabei, in 5 Minuten hab ich hier alle Leute erreicht, häufig zu breit, um überhaupt mal aufzustehen. Entweder platt oder raus ins Geschehen, hatte einen Haufen Ideen für einen Haufen CDs, schon okay, sie vergingen mit dem Rauch von der B. Meine Kreativität ist geprägt durch die Gegend, die mich bestärkte, dieses Leben zu leben. Ich kann uns sehen, wie wir auf der Straße spielten, Autos demolierten, gratis Ike im Kaufhaus kassierten, den ersten Faustaustausch spürten, hat er auch nichts gebracht. Das Wichtigste ist dieses Stück der Stadt. Lauf mir nach, ich führ dich durch die Gassen der Altbauten. Hier herrscht ein friedliches Klima. Du musst mit mir durch diesen Wald laufen und pflück was vom süßlichen Shiba. 06114.